So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Diesmal werde ich den Hillybilly spielen. Der Hillybilly hat eine Kettensäge. Ne? Damit rennt er die ganze Zeit rum. Dann nehme ich nichts mit, ne? Keine Perks, keine Add-ons. Man muss was gucken. Moment, ob ich irgendwo sehe. Nee, tatsächlich sehe ich hier nichts. Mal gucken, ob ich hier direkt Fausing habe, aber das habe ich hier ausgestellt. Das ist auch voll in Ordnung, deswegen suchen wir uns gleich ein Spiel. Wie gesagt, erstes Game Hillybilly, der ist auch immer noch auf Stufe 1. ja, coolen Skin hat er. Mal gucken, ob ich überhaupt irgendwas treffe oder reise, weil der ist wirklich nicht einfach zu spielen. Der bleibt gerne mal irgendwo hängen oder so. So einer Kettensäge. Von daher mal schauen. Na, zwei Taschenlampen. Das Spiel nehme ich jetzt übrigens auch überhaupt nicht mehr ernst. Also, ich kann mir so Rang 20 sein, ist mir scheißegal. Hat so eh im Moment keinen Sinn, überhaupt das Spiel zu spielen. Oder zumindest ernsthaft in den Ring hochzukommen. Von daher, egal. Ja, die Jane Romero lässt sich schon anscheinend ein bisschen feiern. Die drückt einfach nicht Start. Also muss es vom System eben erzwingt werden. Das bis genau jetzt. Und dann lass mal reinstarten. Für den Hillybilly sind natürlich Maps cool, die wirklich sehr, sehr groß sind. Wie zum Beispiel Kornfelder, zum Beispiel, die Map ist für den ideal. Da kann er in aller Ruhe da rumrennen und sein Ding machen. Jetzt hier zum Beispiel, was haben wir jetzt hier? Oh, solches Lagerhaus ist natürlich genau nicht die Map, die ich haben wollte. Gut, ich habe auch keine ausgewählt. Hab schon ein bisschen Pech gehabt und ich zeige, wie das aussieht. So sieht das aus. Lässt sich auch extrem beschissen steuern. Die Kettensäge. Also lässt sich wirklich beschissen steuern. Guck mal, ich hab irgendwas da mit der Kettensäge treffe. Okay, das ist bestimmt kein Charakter, den ich die Dame spiele. Und das ist schon der erste Generator fertig. Wenn ich natürlich jemanden mit dieser Kettensäge treffe, dann ist es One-Hit. Also habe ich keine Chance. Das muss doch mit dem Hammer gehen. Gut gemacht. So, mit der Kettensäge können wir natürlich auch instant irgendwelche Paletten zerstören. Ja, ich hab's kommen sehen. So, die rennen erstmal weg. Mal gucken, ob wir sie treffen. Und das Bein mit hängen bleiben. Wenn wir irgendwo mit der Kettensäge hängen bleiben, bleiben wir auch wirklich hängen.
deswegen ist er auch gar nicht so einfach zu spielen. Immer noch leichter als die Nurse. Aber wie schon gesagt, bitte habt Erbarmen, das ist mein erstes Game mit ihm. Eigentlich habe ich bis jetzt eigentlich nur Ghostface gespielt und das war sehr gut. Nur Ghostface gespielt und die Hack. Da war ich auch vor dem extremen Nerf Rang 1. Huch. Ach hier. Ja, aber natürlich hier Kiten, das Haus ist natürlich scheiße. Weil das ist ein Endlich-Loop, da hat man keine Chance. Die Survivor sind immer weg. Von daher gehen wir einfach wieder weg. Brauchen wir es gar nicht zu probieren. Und die Generatoren fliegen einer nach dem anderen. Das ist so Wahnsinn. Der hat übrigens kurz angetappt, das machen die Survivor immer. Zum Beispiel, damit man jetzt, wenn ich dagegen trete, dann wird der Generator langsam regressed, das heißt, er geht langsam wieder zurück. Wenn die einmal ganz kurz antappen, dann ist das nicht mehr so. Aber die Runde ist eh verloren, von daher. Wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt noch die, dann ist die Runde eh vorbei. So. Wie ich schon sagte. So. Gehen wir noch das Tor aufmachen. Okay, hier ist keiner. Ich hätte ja einen gesehen, aber soll ich ruhig abgucken. Ich mache hier das Tor auf und dann ist die ganze Sache auch schon durch. Sollen sie entkommen? Ist mir egal. Und dann auch zur anderen Seite raus. Okay. Und dann zur anderen Seite raus. Der hat übrigens Adrenalin, das heißt, die wird dann einfach weggenommen. Wenn die sich praktisch verletzt, wenn die abguckt wird, ist praktisch wieder voll.
Ja, blendet mich noch. Gebiet mit T-Bags, genau. Das sind ja so die coolsten Leute, ey. Wahnsinn. Dann schreibe ich mal noch GWP, ne? Und noch First Time. Dann ich wenigstens ein paar Punkte dazu. Ich will immer neue Perks kaufen. Der ist schlecht beim Hilibili. Nice. So. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.